den chronologisch letzten Knotenpunkt in unserer Literaturgeschichte des Ruhrgebiets nach 1960 bildet die Literatur, die rund um das Kulturhauptstadtjahr 2010 entstanden ist, teilweise schon vorher und teilweise, so hat man den Eindruck, relativ zielgerichtet schon in dieses Kulturhauptstadtjahr hineingeschrieben. Dabei lässt sich so eine doppelte Perspektive beobachten. Einerseits nimmt diese Literatur alles das in den Blick, was man Multikulturalität nennen könnte. Das war ja auch Zielsetzung des Kulturhauptstadtjahrs. Auf der Rückseite dessen entpuppt sie sich aber manchmal auch als so eine Art neue Heimatliteratur, die alles nicht zur Heimat gehörende Multikulturelle eher an den Rand stellt. Das lässt sich, finde ich, sehr gut beobachten, und das darf jetzt hier in Bochum natürlich nicht fehlen, an Frank Gosens 2009 erschienenem Band Radio Heimat, in dem er das sehr offensiv macht. Alle diejenigen, die auf drei Generationen Püttadel zurückblicken können, wohnen mitten in der City, und dann gibt es konzentrische Kreise, wo sich alles das anlagert, was multikulturell ist. Und wenn man zur arabischen Imbissbude fahren will, dann muss man von der Mitte schon mit dem Auto an den Stadtrand fahren. Also das ist eine ganz komische Mischung aus multikulturellem Blick und Heimatliteratur, wie sie da unternommen wird. Das ist ein Blick, der sich auch schon in der frühen Zechenliteratur in den 1920er Jahren manchmal auf andere Weise, aber mit ähnlicher Intention findet und der bei Gosen wieder aufgenommen wurde. Das Ruhrgebiet ist ja immer auch ein Schmelztiegel unterschiedlichster Nationalitäten gewesen. Dem Klischee nach stammen wir alle von polnischen Püttadligen ab. Dass das dem Namen nach in meiner Familie nicht der Fall zu sein scheint, klingt mehr nach Benelux, muss mein Vater als Manko empfunden haben, weshalb er sich meiner Mutter in der Tanzschule Bobby Linden 1964 als Gusinowski vorstellte. Das war die Zeit, in der die ersten Italiener im Ruhrgebiet auftauchten. Später kamen die Türken, die Griechen und all die anderen, die nicht nur unseren Speiseplan bereichern. Ab 89, 90 wieder verstärkt Menschen aus den östlichen Teilen Mitteleuropas, also Polen, Ukrainer, Russen und unsere Mitbürger von jenseits der Elbe. Mit diesen Menschen stand ich Anfang der 90er an der Selterbude in der Nähe meiner damaligen Wohnung. Und diese Bude wurde betrieben von einem hochgewachsenen Türken mit eindrucksvollem Schnauzbart. Und der Berliner Kollege textete den schweigsamen Türken gnadenlos zu. Sag mal, du bist doch auch nicht von hier, aber schon lange vor Ort. Wie findest du das? Dit wir jetzt hier auftauchen, also die Polen, Ukrainer, Russen und wir Ossis. Wie findest du das? Der Türke beugt sich vor und sprach: Wir euch nicht gerufen. Gelebte Integration. Einen Tag nach dem Endspiel der Fußball-WM im japanischen Yokohama, welches Oliver Kahn 0:2 verloren hatte, kam ich an meine damalige Selterbude, die ebenfalls von einem jungen Türken betrieben wurde, der in seinem Zeitschriftenangebot selbstverständlich auch türkische Publikationen feilbot. Die Hürriyet titelte an diesem Montag schon auf Deutsch: Sei nicht traurig, Deutschland. Was schon eine nette Geste war. Und das Titelbild der Fanatik zitierte folgende Schlagzeile: Weine nicht, meine Freund. Großartig. Nicht trotz, sondern gerade wegen dieser kleinen grammatikalischen Unwucht. Wenig später in Gosens Text wird das Spektrum der Multikulturalität noch um einen Griechen erweitert, die bei Gosen gemeinsam mit Arabern haben, die Imbissbuden im Ruhrgebiet zu betreiben, was zu der einen oder anderen interkulturellen kulinarischen Erfahrung führt. Als gegenüber der Wohnung des Ich-Erzählers ein Akropolis-Grill, wie auch anders, in der ehemaligen Bäckerei Schmidtmeier eröffnet wird, zeigt der Vater der Familie sich zunächst skeptisch.
Was sollen wir mit dem Scheiß hier, Takifraß? Während die Mutter ihrem Mann 20 Mark, damals noch Mark, in die Hand drückt und ihm den Auftrag gibt, Mann, geh hinaus ins feindliche Leben, jagen und sammeln. Mein Vater, so heißt es dann weiter, überquerte die Straße und kam lange, lange nicht zurück. Abgesehen von der symbolischen Grenzüberschreitung der Straße, die Wohnung und Akropolis-Grill voneinander trennt, klappt es dann in diesem Punkt mit der Interkulturalität doch ganz gut. Zurück aus dem feindlichen Leben stellt der Vater nämlich fest: Die sind voll in Ordnung da drüben. Kaum war ich drin, hatte ich so ein Pinnchen mit Lakritzwasser vor mir stehen. Und was ist mit dem Essen? Wollte meine Mutter wissen. Naja, nur das erste Pinnchen war umsonst. 20 Mark also weg. Und wir damit auch am Ende des Gangs von den 1960er bis in die 2010er Jahre entlang derjenigen Knotenpunkte, die wir in der Literaturgeschichte behandeln. Jetzt kommt der Werbeblock, ab nächsten Frühjahr beim Metzler Verlag dann auch käuflich zu erwerben und gedruckt da. Eigentlich müssten wir jetzt sagen, ich kenne mich jetzt in Bochum nicht so aus, lassen Sie uns doch noch auf ein Pinnchen Lakritzwasser um die Ecke gehen zum Akropolis Grill, der sich auch sicher in näherer oder weiterer Entfernung hier finden lassen wird. Wir danken erstmal Ihnen fürs Zuhören und vielleicht können wir uns noch ein bisschen informell unterhalten. Vielen Dank.